Kaum hat Sharon Bartister die ersten drei Männer verabschiedet, kommen schon neue dazu. Als sie in der zweiten Nacht der Rosen gespannt auf die Ankunft der 17 Kandidaten wartet, steigen plötzlich zwei fremde Männer aus dem Auto aus, Tom B. und Dominik. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, gibt die Bachelorette sofort zu. Wie überrumpelt sie von den Neuankömmlingen ist und wie geflasht die Männer von der 30-Jährigen sind, zeigen wir oben im Video. Deshalb sind Tom B. und Dominik jetzt erst dabei. Nachdem die Überraschung mehr als gelungen ist, klären Dominik und Tom Sharon auf. Leider sind wir ein bisschen später gekommen als gewollt. Der Grund, bisschen Corona gehabt. Doch jetzt ist der Moment endlich da, die Kandidaten können die Bachelorette endlich kennenlernen. Darauf haben sie in der Quarantäne Tag für Tag hingefiebert. Und der erste Eindruck stimmt, wobei das noch untertrieben ist. Dominiks erste Worte lauten nämlich "Ich bin verliebt". Und Tom schwärmt "Hammerfrau". Also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ob Sharon genauso begeistert ist und Dominik und Tom ihre erste Rosenvergabe überstehen, zeigt RTL am 22. Juni ab 20.15 Uhr im TV. Auf RTL Plus geht's jetzt schon weiter. Hier erscheinen neue Folgen immer 7 Tage vor TV-Ausstrahlung. Quark.